Moin Moin und willkommen zurück auf dem Seekreuz-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Ich bin Maracha und heute zeigen wir euch ein Replay aus den gewerteten Gefechten der Saison 8. Never Die vom Clan Ultima Ratio hat auf der Karte 3 Zack seine Kagero ausgeführt und hatte ein besonderes Gefecht, welches wir euch heute näher bringen wollen. Kommen wir zu den Kapitäns- und Schiffsmodulen. Er hat den Kapitän geskillt, und zwar vorrangiges Ziel, präventive Maßnahmen, Beschussalarm, Nebelwandexperte, mit letzter Anstrengung, Torpedobewaffnungskompetenz und Tarnungsmeister. Das alles ist ein 14er Kapitän und dazu hat er folgende Module im Schiff verbaut: Hauptbewaffnungsmodifikation 1, Steuergetriebe Mod 1 und 2, Zielsystemmodifikation 1 und Tarnsystemmodifikation 1. Ich würde sagen, ein typischer Zerstörer-Skill und hier auch optimiert den Kapitän für die gewerteten Gefechte mit der Torpedobewaffnungskompetenz, Nebelwandexperte für eine größere Nebelwand. Die präventiven Maßnahmen sind ja quasi schon Standard, da der Zerstörer immer dazu neigt, leicht Ausfälle zu generieren. Da hat er ja nur eine Blechdose, ist diese Reisschüssel hier. So, er bewegt sich schon in Richtung B, sein Team fährt eher Richtung A. Wir haben sich hier wohl von vornherein aufgeteilt. Er fährt hier mit dem B rum. 15.100 Punkte hat er zur Verfügung. Dreht jetzt ein und dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier passiert. Da sind die Gegner schon. Eine gegnerische Schapaif ist dabei. Das heißt, die Radargefahr ist definitiv schon da. Das bleibt eigentlich nur die Füße in der Hand nehmen und vielleicht mal reintorpen. Dann macht er den Fächer bereit. Und, oh, da ist schon eine andere Kagero. Er ist aufgeschaltet und ist auch schon entdeckt. Ah, da ist die lästige Einblendung. Die geht gleich wieder weg. Oh, oh, oh. Jetzt kriegt er hier aber richtig eine verbraten. Da, der erste Treffer, der hat schon richtig gesessen, die erste Salve. Und da beacht er auch gleich noch, oder was? Meine Fresse, Kugelhagel. Bis zum Umfallen. Erstmal hinterm Nebel. Gerade nicht mehr entdeckt, jetzt wieder entdeckt. Die Chapaev hat ein bisschen Zeit aufgeholt. Und jetzt muss er hier aufpassen, dass er nicht noch einen Torp mitnimmt. Ah, oh, clever. Schmales Profil und gerade so dran vorbei. Aber der Kugelhagel nimmt richtig zu. Hoffentlich kommt er hier jetzt raus. Jetzt ist er nicht mehr aufgeschaltet. Und kassiert nochmal. 3600 Trefferpunkte hat er noch. Von 15.000. Ob sich das gelohnt hat, war da ein Torpedotreffer dabei. Ich glaube, die feindliche Kagero hat schon mal einen geschluckt. Und er hat sich jetzt hier erfolgreich von B verpisst, konnte einen Torpedotreffer landen, repariert jetzt nicht sofort und nutzt jetzt erstmal die Inseldeckung aus. So. Ihm reicht das aber noch nicht so richtig. Er orientiert sich jetzt trotzdem noch weiter Richtung B. Hat sich da festgebissen so ein bisschen. 5 Sekunden noch, dann ist der Motor auch wieder voll einsatzbereit. Er pusht sich jetzt hier in Richtung B nochmal voran, um die Insel rum. Hat gerade die Torpedos wieder fertig, wartet nicht lange. Und schmeißt die Aale wieder ins Wasser. Ist jetzt aber schon wieder entdeckt. In Richtung Kagero geht es jetzt hier nochmal los. Und sofort eröffnet die Tierpitz mit der sekundären Feuer. Und der Kreuzer ist auch schon wieder mitten dabei. Hat jetzt aber nicht seine Geschütze benutzt, sondern geht deswegen auch gleich wieder zu. Und kann jetzt hier mit, nachdem man nochmal 1000 Punkte abgegeben hat, mit 2675 Trefferpunkten sich dem Feind entziehen. Die Torps rauschen da durch die Gegnerflotte. Kann er da noch einen Treffer landen? Jo, da war einer im Nebel. Ich glaube, die Amagi. Da ist einer gebeacht, ein Torpedo. Oh, da kommt wohl nichts mehr, oder? Doch, da ist noch ein Torpedotreffer auf der Chapa. Muss das gewesen sein, meiner Meinung nach. Die da hinter der Insel ursprünglich langfahren sollte. Er verstärkt jetzt sein Team bei A.
Und er hat jetzt hier schon 51.000 Damage auf der Uhr stehen. Nach nicht mal knapp 5 Minuten Gefecht hat er hier zwar auch unter Einsatz seiner Trefferpunkte ganz schön viel Schaden gemacht und konnte das Team schon ein bisschen schwächen, auch wenn er noch kein Schiff rausgenommen hat. Aber er hat, das ist glaube ich ein guter Tausch, 13.000 Trefferpunkte gegen 51.000. Wichtig ist, dass ein DD überlebt. Wenn er das mit einem Trefferpunkt tut, ist das auch in Ordnung. Er muss jetzt erstmal abwarten, wird hier schon wieder vom Hydro entdeckt, aufgeschaltet sozusagen. Und jetzt ist das vorbei und er kann sich jetzt erstmal überlegen, was das nächste tut. Bin selber gespannt, was er jetzt hier anstellt, um ein bisschen weiterzukommen. Passet sie jetzt wieder in Richtung B vor. Das rote Team fährt unterhalb beim Startpunkt sozusagen des grünen Teams lang. Maschinenboost deaktiviert. Und versucht jetzt von hinten eventuell B zu cappen. Da ist eine Amagi und da ist eine Tierpitz. Die sind nicht weit weg. 8,2, die fahren hintereinander. Bei den 10 Kilometer Torp-Reichweite mit den B-Torpedos macht er hier 20.967 Alpha-Damage. Ist das natürlich eine gute Sache. Da sind aber Aufklärungsflieger in der Luft. Die Torps, die sollten aufgeklärt werden. Nichtsdestotrotz schmeißt ihr jetzt hier Torps ins Wasser. Und ich sehe gerade, das grüne Team hat sogar noch einen AFKler mit dabei. Eine Kutuzov, die immer noch da steht, wo man begonnen wurde. Da sind die Aale aber auch unterwegs, die er vorhin schon ins Wasser gesetzt hat. Und das sieht doch ziemlich gut aus für ihn. Überlappende Gegner sind immer dankbare Ziele. Die Tierpitz versucht schon auszuweichen. Die Amagi brettert da volle Karacho rein. Und was kann er hier landen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Torpedotreffer, 5 mal Flutung. Großkaliber ist schon gedroppt. 115.000 Damage. Team Grün hat jetzt 2 Schiffe verloren. Die Kutuzov ist eben raus. Die war ja sowieso nie dabei. Jetzt heißt es hier, sich besonders clever anstellen. Und A deffen. So. Aus dem eigenen Team capt die Kagero jetzt B. Da scheint aber noch ein anderer Zerstörer mit drin zu sein, wenn ich das richtig sehe. Nee, er kann durchcappen offensichtlich. Damit ist Team Rot ganz schön unter Druck, obwohl sie hier sogar in Überzahl sind von den Schiffen her. Naja, orientiert sich jetzt wieder zurück zu A, wo die Amagi und die Tierpitz in diese Richtung unterwegs sind. Wo die gegnerischen Zerstörer sind, ist jetzt im Moment nur einmal auf der Karte zu sehen gewesen. Und zwar die eine Kagero, die ganz unten auf der Karte eingezeichnet ist, bei E4. Da rusht das ganze Team auf einen AFKler, ist auch sehr clever. So, da deckt er einmal den Kanal in der Mitte ab, um eventuellen unentdeckten Schiffen da sozusagen den Gar auszumachen und hat danach nochmal in die Einfahrt von der Tierpitz und Amagi getorbt. Ja, man kann hier gut die Eigenschaften der Kagero sehen. Große, geringe Verborgenheit mit 5,4 Kilometer. Hammerharte Torpedos, Reichweite 10 Kilometer. 67 Knoten schnell, also super schnell. Also die Kagero vereinigt viele positive Aspekte eines Zerstörers, also für den Zerstörer. Die Amagi ist jetzt gerade raus und die Tierpitz sieht so aus, als ob sie 2 Torpedos schluckt. Na, doch nur ein. Nur ein. Zack, da sitzt er. Und wieder ein Wassereinbruch. Meine Fresse. Da ist die zweite Kagero. Oh, und nochmal die Einblendung. Sorry für die Kameraführung. War auch nicht anders möglich, um diese Einblendung da wegzubekommen. Und da kann er... Und da kann er mit einem Doppelschlag landen. Never Die ist hier wirklich Programm.
Er selber stirbt niemals. Und das war jetzt wirklich notwendig. B ist schon Team Grün. A ist jetzt clear vor Feinden. Der Feind hat noch ein Zerstörer, eine Hipper. Und Team Grün hat quasi noch 5 Schiffe, beide Zerstörer, ein Kreuzer, 2 Schlachtschiffe. Das ist mehr oder weniger gelutscht, würde ich sagen. Der Drops. Jetzt wird in A reingefahren, A durchgekappt. Was eine krasse Aktion. Er hat ja jede Menge Torpedos im Wasser gehabt. 9-mal hat er Torpedo getroffen, 9-mal einen Wassereinbruch gemacht. Steht jetzt bei 137.000 Schaden, Großkaliber, Doppelschlag. Nicht alle Tage sowas in einem gewerteten Gefecht, vor allem, wo man da auch nur 7 potenzielle Gegner hat. Hier hat er den AFKler in seiner Gruppe auf jeden Fall mehr als wettgemacht. Bleibt jetzt hier wohl in A stehen gleich, um die Eroberung noch mitzunehmen. Ist ja auch wichtig. Auch wenn es gut aussieht. Da ist die Hipper offen. Er klärt die jetzt, glaube ich, auch gerade auf. Deswegen ist sie überhaupt offen. Und da hat die Bismarck die Hipper noch rausgenommen. Und damit ist das Spiel hier besiegelt. Was für eine Aktion. Ich bin immer noch berauscht von seiner Torpedo-Aktion und dem Doppelschlag da mit dem Wassereinbruch. Das war wirklich eine geile Nummer. Und ein gutes Gespür, weil die Torpedos hat er abgeworfen. Da war es nicht eindeutig, wie die Gegner fahren würden. Das ist einfach nur ja, ein Feeling dafür. So, jetzt wird der Gegner noch die Kagero versuchen, B zu cappen. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr reichen, denke ich mir. Und da ist das Spiel schon vorbei. Wir sehen hier Doppelschlag, Großkaliber, 137.000 Schaden, 9 Torpedotreffer, 9-mal Wassereinbruch, 2 Schiffe rausgenommen, verteidigt hat er 3-mal. Das ist schon wirklich eine geile Sache. Über 2.500 Base XP in einem gewerteten Gefecht. Das sucht schon seinesgleichen in der Regel. War schon wirklich eine krasse Aktion und hat hier erfolgreich den AFKler seines Teams ja, egalisiert. So, die Tierpitz hat er gut getroffen, die Amagi, da waren ja meistens Schaden drauf. Die Chapai war der andere Torpedotreffer, den ich vorhin schon vermutet habe. Eine Kagero hat er auch noch mit rausgenommen. Sehr cool gemacht. Ja, und das soll es schon gewesen sein von diesem Replay. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, teilt uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Seekrauts-Team, euer Maraha. Ciao, ciao.